Was geht ab zu einer neuen One Piece Review zu den neuen Spoilern von One Piece Kapitel 1096? Falls euch die Reviews gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, joint gerne dem Discord und lasst uns auf YouTube bitte die 100 Abonnenten knacken. Das wäre auf jeden Fall toll und damit starten wir direkt mit den Spoilern. Die Spoiler fangen an, indem wir herausfinden, dass Ivankov und Kuma einen verzweifelten Plan schmieden, um aus God Valley zu fliehen. Ihr Plan besteht darin, die Teufelsfrösche, die als Preise im Sklavenjagdturnier vergeben wurden, zu nutzen. Die Rocks-Piraten, darunter auch Kaido, kommen auf God Valley an. Eine überraschende Wendung ist, dass auch Garp dorthin geschickt wurde. Zudem wird enthüllt, dass Eldar Neon, den wir von Amazon Lily kennen, ein Mitglied der Rocks-Piraten war. Unter den erbeuteten Preisen befinden sich sowohl Kaido als auch Kumas Teufelsfrucht. Ivankov und Kuma planen, diese zu verwenden, um ihre Flucht zu ermöglichen. Jedoch taucht Big Mom auf und tritt Ivankov gegenüber. Sie ergreift die Teufelsfrucht, die Ivankov in Händen hält, nämlich Kaidos Teufelsfrucht. Jetzt wurde uns gezeigt, weshalb Kaido einen Gefallen gegenüber Big Mom hatte. Wegen der Teufelsfrucht, die Big Mom für Kaido geklaut hat. Es tut mir leid, wenn ich den Namen von Ivankov die ganze Zeit falsch sage. Verzeiht mir dort. Am Ende schafft es Kuma, seine Popofrucht zu essen, bevor sie in die falschen Hände gerät. Dadurch wird er in eine Situation mit Saturn versetzt. Wir bekommen keine Infos in den Spoilern, über was die beiden reden. Eine weitere Enthüllung in diesem Kapitel betrifft Rogers Piraten. Wir sehen Roger selbst, der den legendären Strohhut bei sich trägt. Erwähnenswert ist auch, dass das Kapitel nicht den gesamten Vorfall in God Valley zeigt. Es zeigt lediglich, wie die verschiedenen Fraktionen eintreffen und dann erfolgt ein Timeskip zum Sorbet-Königreich, wohin Kuma, Ivankov und Ginny geflohen sind. Das sind die Spoiler zu One Piece Kapitel 1096. Ich habe das jetzt um 6 Uhr aufgenommen, also tut mir leid, falls irgendwas schiefgelaufen ist. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Euer Salty MV, ich küsse alle eure Herzen. Peace out. Salty MV.